Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Land- und Ernährungswirtschaft entwickelt sich weiter und das Ernährungsverhalten der Bürger entwickelt sich weiter. Und wir haben in diesem Zusammenhang eine sehr spannende Konferenz am 2. und 3. September in München zum Thema Vertical Farming. Wir haben ja in den letzten Jahren viele Trends auch in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelproduktion erkennen können. Die Digitalisierung schreitet voran. Es wird immer mehr auf bewusste Ernährung gesetzt und jetzt eben auch der Gedanke, eben Nahrungsmittel in Stockbauweise übereinander zu erzeugen, teilweise in Städten Lebensmittel zu erzeugen, von Gemüse bis Pilzen und dergleichen mehr. Also sehr interessante Gedanken. Natürlich müssen wir auf der anderen Seite aufpassen, dass die bäuerliche Landwirtschaft, dass die Landbewirtschaftung hier nicht durch industrielle Ansätze beiseite gedrängt wird, aber trotzdem die Weltbevölkerung wächst und sehr spezielle Anwendungen sind auf alle Fälle interessant. Und vielleicht holen wir damit ein bisschen den Bezug zu Nahrungsmitteln wieder in die Städte zurück, neben dem Trend des Urban Farmings, jetzt auch des Vertical Farming. Also lassen wir uns überraschen, welche interessanten Themen bei dieser Tagung zum Vorschein kommen, wie die Dinge diskutiert werden und welche Lösungen ja für die Zukunft erarbeitet werden, wie wir künftig die Versorgung unserer Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln nicht nur auf Äckern, sondern eben vielleicht auch aus kleinen Gewächshäusern, die es ja schon länger gibt, jetzt eben in Form von Vertical Farming weiterentwickelt, dann sehen werden. Also sehr interessante Ansätze, die bis in den Bereich der Tierhaltung hineingehen. Auf der anderen Seite vieles auch sehr umstritten. Machen wir mit, schauen wir uns die Dinge an und führen wir sie zu einer sinnvollen Lösung. Herzlichen Dank für diese Konferenz und ich bin gerne mit dabei.